Herzlich willkommen, meine Freunde, ich bin euer Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Terranigma Let's Plays. So, wir machen nun weiter. Wir müssen aus dem Dorf raus und die Türme besuchen. Denn nur so können wir die zu Eis erstarrten Dorfbewohner retten. Und das tun wir natürlich auch. So, der Dorfälteste hat extra den Weg freigelegt. Was ist das? Genau. Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. So, genau. Ah, die Underworld Overworld Theme. Genau. So, was ich noch weiß, es gibt zwei versteckte kleine Kontinente, die man auch noch hinaufsteigen lassen kann. Aber es war, glaube ich, ein bisschen weiter hinten. Gehen wir also erstmal in den ersten Turm. Turm 1. Bom, 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 balabalabam. Das also meinte der Weise, als er Turm sagte. Welch ein unheimlicher Ort. So, gucken wir mal eben in die Kiste rein. Können wir uns nicht schon aussuchen, aber ich will mal eben was ändern. Diese blaue Text, ja genau, jetzt ist das rot, das gefällt mir doch schon ziemlich besser. So, jetzt gucken wir eben, dass wir das eben ausrüsten. Stärke plus 3 füllt nach und nach KPs auf. Ich glaube, Körperpunkte oder was das sein soll, keine Ahnung. Möchtest du das ausfüllen? Ja, möchte ich. Ausgerüstet. Sehr schön. Gucken wir noch eben, ob wir auch Rüstung haben. Ja, doch, haben wir. Schutzweste. Abwehr plus 3, Schütz und Kleidet. Ja, das ziehen wir doch auch eben an. Genau. So, und jetzt geht's hier ab in den Turm. Oh. Was geht hier los? Was ist hier los? Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Ich bin der Turmwächter. Was ist dein Begehr? Wie antworte ich? Ach, sind wir mal nett. Alle Menschen im Dorf sind zu Eis erstarrt. Deshalb bin ich hier. Komm näher und betritt den Turm. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen. In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Ark, erfüllst du dein Schicksal? Ja, das ist die Frage. Wir machen uns natürlich sofort auf den Weg. Na komm. Ja, genau. Lululu. So, da mache ich das. Mal gucken. Genau, zack, zack, zack. Blocken, okay. Es kann losgehen. Wir sind im ersten Turm. Ah. Genau, ach, okay. So, je mehr Gegner man tötet, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man und so steigt man hier auch auf. Deswegen, ich werde es, glaube ich, machen, immer nach, wenn ich einen Part beendet habe, werde ich auf ein, zwei Level trainieren, sodass wir hier leicht rankommen und weiterkommen und ich nicht während eines Parts erst noch trainieren muss. Das ist ja auch langweilig. Deswegen werde ich das alles schön aufmachen. Okay, da müssen wir gleich hoch. Ey, Geld. Das nehme ich doch mit. So, zack, zack, zack. Okay, das können wir auch. Hier den Stichangriff. So, huch. Genau. Ark erhält ein Kristall. Yay. Ist hier unten noch irgendwas? Nein. So, dann geht es jetzt auch flugs weiter. Natürlich müssen wir erstmal alle Gegner kaputt machen. Vielleicht befindet sich ja in irgendeinem Gegner eine Seele, die wir befreien müssen. War hier noch irgendetwas? Nee. Müssen wir jetzt also da hoch. Kann ich eigentlich das Feuer blocken, was die schießen? Das möchte ich mal eben ausprobieren. Ja. Hab ich die jetzt noch getötet? Nee. Oh. Ah, da ist direkt eine Seele. Ich bin eine wandernde Seele. Alle Lebewesen wurden in den Mond verwandelt. Befreie auch die anderen auf diese Weise. Okay, und schon macht er das Türchen auf. Okay, sehr, sehr schön. So, gehen wir doch direkt weiter. Aber die töten wir natürlich auch noch. Ey. Ach, Ark wurde geröstet. Das ist natürlich nicht so schön. Da stelle ich mich aber auch wieder richtig gut an. Na komm. So, Raum sind wir erstmal da durchgerusht. So, und somit können wir auch schon wieder ein Stockwerk weiter nach oben. Wenn ich mich recht entsinne, kommt, glaube ich, in jedem Turm ein Bosskampf. So ein ganz kleiner, halt so eine Prüfung, die uns hier diese Wächter auferlegen, die wir gleich noch treffen werden.
So, ach stimmt ja, meine Trefferpunkte heilen sich wieder. Ach, die gehen mir jetzt schon auf den Senkel. Genau, versuche ich immer so. Zack. Und hopp. Ah, ist es denn wahr? Na komm schon. Mindestens einmal jeden Gegner kaputt machen. Genau, zum einen deswegen, Level 2 erreicht. KP steigt um 5. Stärke steigt um 1. Abwehr steigt um 1. Glück steigt um 1. So. Okay. Und zumal, ja, wir wollen halt herausfinden, ob sich in einem Gegner eine Seele befindet. Deswegen müssen wir jeden Gegner einmal kaputt machen. So, ein Goldbahn, sehr, sehr schön. Was haben wir hier oben? So, Rollviecher, okay. Arke hält ein Kristall. Juhu. So, hier oben ist nichts. Was ist hier? Okay, da kommen wir gleich hoch. Oh, da unten ist das Fenster kaputt. Ah, da gehen wir gleich hin. So, war hier oben noch irgendwas? Nee, also gehen wir hier unten hoch. Ja, dann dürfte hier vielleicht eine Seele drin sein. Genau. In den Türmen wird deine Stärke geprüft. Doch kämpfe nicht nur, beobachte auch. Ja, ich denke mal, das sollte der Hinweis sein zu dem zerbrochenen Fenster gerade. Da hab ich schon vorweggenommen. Ist es denn wahr? Ich bin auch frech. Wie arg. Genau. Ah, nehmen wir noch scheiß Geld mit. Und was haben wir hier drin? Arc erhält Heilknolle. Yeah. Na gut, wir brauchen sie jetzt noch nicht wirklich ausrüsten. Oh. Sind wir auch noch draußen? Ich glaube, den Turm werde ich noch ohne große Probleme schaffen. Und rein. So. Und direkt Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung, genau. Zack. Dann gehen wir erstmal da runter. Ja, ach, da ist wieder so ein Dicker. Och, sehr schön vorbeigeslidet. Top. Ah, die Steuerung ist eigentlich recht cool, dass man hier die Angriffe noch kombinieren kann. Ah, das dauert ein bisschen lange. Ey, ich versuche den mal in die Ecke zu drängen. Okay, ist ja schon tot. Weil eigentlich mit der Stichattacke in Schach halten. Okay, wir haben bis jetzt 3 Kristalle. Ja, wir waren ja am Anfang schon in dem einen Shop, wo diese komischen verhüllten Magier waren. Da können wir, wenn ich mich recht entsinne, die Kristalle eintauschen gegen Zauber oder irgendwelche Ringe. Müssen wir nochmal später gucken. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz so genau. So. Huch. Okay. Keimen wir ihn mal da ein und machen hier die Stichattacke. Da kommt er nämlich gar nicht mehr zum Schlag. Und er ist Geschichte. Okay, hier war nichts. Da kommen wir wieder an den Anfang zurück. Gehen wir doch hier hoch. Ah, schon wieder. So, dich keimen wir da auch wieder fest. Zack, 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 zack. Na komm schon. Nö, da war keine Seele drin. Hier auch nicht. Ist es denn wahr? Ach, wir konnten einfach so hoch. Naja, egal. Da sehen wir auch schon einen Wächter. So, hier ist nichts. So wie es aussieht. Gucken wir noch ganz kurz hier nach. Nö, scheint auch nicht. Ja, da gehen wir doch direkt mal hier hoch. Arg, du stehst kurz vor der Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen. Doch manche besitzen eine Seele. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. Hä, sagt er das jetzt? Ah! Super. 4 Hubas erscheinen. Huba Buba. Ah. Okay, dich keil ich mal eben ein. Ah! Raserei. Okay, die sind ja jetzt nicht wirklich stark. Okay, gucken, ob ich beide kriege. Ja, perfekt. Ne, nicht abhauen, nicht abhauen. So, zack. So, Sprungangriff. Oh, kritischer 6 Treffer. Eieiei. Ja, und wir haben es geschafft. Die Stimme des Wächters ertönt. Das Leben ist auf dem Weg, zur Welt zurückzukehren. Die Erde befindet sich kurz vor der Errettung. Arg, diese Tür ist die Pforte zu neuem Leben. Tritt ein. Yeah, erstmal gehen wir ein Level ab. Level 3 erreicht. KP steigt um 6, Abwehr steigt um 1. Glück steigt um 1. Ist doch, glaube ich, Glück, oder? Ach, keine Ahnung. Oder Geschick. So. Ah, sehr, sehr schön. Das sieht doch toll aus. So. Und wir holen den ersten Kontinent aus der Versenkung nach oben. Welcher war das denn? Ich glaube, Eurasien hieß das hier. Europa, Asien. Ja, gucken wir mal einfach mal. Oder
was, Australien oder Nord- und Südamerika, wie das hier, glaube ich, hieß. Ah, genau. Oh. Tiep, 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 tiep. Tiep. Ja, sieht nach Eurasien aus. Ja, da konnten wir, glaube ich, noch zwei geheime Kontinente, wie ich schon erwähnt habe. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, Mu und... Und Polynesien war es, glaube ich. Ja, das darf ich nur nicht vergessen nachher. In den späteren Parts. Ah, es wäre schade. Ist zwar nicht viel, was darauf ist. Ich glaube, auf einem war nur irgendein Schatz und auf der anderen eine Party-Oase oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mal so genau. Ah, die Musik ist einfach so herrlich. So. Der erste Kontinent ist wieder an die Oberfläche zurückgekehrt. Sehr schön. Eurasien kehrt aus den Tiefen des Meeres. Des Meeres! An die Oberfläche zurück. Ah, und die ersten Leute kommen wieder zu sich. So, in dem Part schaffen wir aber noch einen Turm. Dann gehen wir mal wieder zurück in die Stadt, quatschen nochmal mit den Leuten, die wieder aus der Starre befreit worden sind, und speichern. Ja, und dann geht's weiter. Aber einen packen wir noch. Jetzt bin ich ja, welcher war das denn? Mal im Gucken. Ja, hier war, glaube ich, so eine Festung, wo man einen Geheimkontinent machen konnte. Aber ich glaube, das konnte man erst später machen, wenn man alle Türme hatte. So, Turm 4. Ja, da bin ich erstmal direkt an drei weiteren vorbeigeschossen. Sehr, sehr schön wieder. Bist du der Zweite? Turm 3, was? Bin ich jetzt schon wieder vorbeigelaufen? Was ist denn wahr? Wo ist der denn? Ach so, hier drüber. Ach, geht schon drüber. Arg. Ja, gehen wir doch mal hier rein. Turm 2, ja genau. So. Ja, diesmal kein Geschwafel. Gehen wir also direkt da rein. So. Was erwartet uns hier? Ah. Ein Kristall, den will ich haben. Gehen wir ihn auch direkt holen. So. Zack. Top. Ja, sehr schön. Arkhält, ein Kristall. Yay. So, der aufmerksame Beobachter wird jetzt festgestellt haben, dass ein Punkt da oben grün ist und der andere rot. So, aber was, wie macht man das nochmal? Muss man die schieben? Nee, irgendwas war doch da. Ja, genau, so. Da gehen wir gleich hoch, jetzt gucken wir erstmal. Ah, so ein bisschen ist doch noch hängen geblieben. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf so ein, zwei Gebiete, die echt cool sind. Das ist mal so mein Lieblingsgebiet, ist irgendwie dieses Zombie-Dorf. Ah, das ist echt cool. So, holen wir uns noch eben die Truhe. Ah, ich werde jetzt auch nicht mehr so viel verraten, was noch kommen wird. Das werden wir ja sehen. Oder ihr werdet es ja sehen. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Ja, okay, da war schon wieder der Hinweis. Wir haben es mal wieder vorweggenommen. Ich sollte mich verschämen. Arg erhält 30 Taler. Ja, das ist doch was. Dann können wir nachher auch mal schön einkaufen gehen. Noch ein paar Kräuter oder Knollen. So, hier können wir dasselbe machen. Also, wenn wir in die andere Richtung schieben. Oder dich nach da, ist ja egal. Genau, jetzt kommen wir hier hoch. Hui. So, was haben wir hier? Ach! Arg wurde geröstet, ey. Das war aber nicht nett. Wo bist du? So. Uah. Ach, stimmt, die kam. Ach. Ah, da hat er das hochgenommen. Das sollte er gar nicht. So, wo bist du? Egal, töt mich auf dem Rückweg. Und noch ein Kristall. Ach, mein Gott. Scheiß auf Blocken. Einfach töten jetzt hier. Wo bist du? Komm. Alter Schmock. Ah. Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Was ist denn hier goldene Schalter? Achso, die hier. Glück. Ein Schalter haben wir ausgelöst. Ach so, wir müssen wieder runter. Okay.
mussten wir den zweiten Gang ja auch freischalten, um das auszulösen. Ach Mensch, die muss ich am besten one-hitten. Egal. Ich werde ja offscreen ein wenig leveln. So. Zack, 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 zack. Oh, sehr schön. Oh, ein Magier. Was macht er denn? Oh, habe ich das jetzt... Was? Der Magier starrt dich böse an, nichts geschieht? Oh Gott. Arke hält Heilknolle. Yay. So. Drücken wir das doch auch mal. So, und der Eingang ist freigelegt. Super. So, hier... Ah, da ist ja so ein scheiß Magier. Ah, der Magier starrt dich böse an. Ark erwidert den Blick. Ach cool, jetzt haben wir ihn irgendwie paralysiert. Ach, jetzt geht doch nicht so nah ran. No. Mehr sonst noch irgendwas? Irgendein Gegner, der was auf die Fresse will? Nein. Also gehen wir noch höher. Friss das. Richtig hardcore. Genau, hier ist wieder eine. Sind den Statuen andersfarbig? Zack. Oh, stirb! Ey! Genau. Und nochmal. Way. Naja, die Rätsel sind jetzt nicht wirklich schwer. Muss nur halt, wie gesagt, gut beobachten. Aber das Spiel liefert ja auch dazu Hinweise. So, jetzt gehen wir noch eben hier lang. Wo ist er denn? Da. Ach, geh da weg, du Blödmann! Ah, jetzt lebt. Was ist denn wahr? Geh doch da weg. Genau. Dafür wirst du jetzt sterben. Ach, Junge. Ja, zum Glück paralysiert mich das. Oh. Ach, Junge. Jetzt reicht's mir aber hier. So. Was ist denn wahr? So, zack. Was haben wir jetzt gemacht? Hab ich irgendeinen vergessen? Hä? Ach so, hier kommen wir jetzt runter. Und rein. Okay, gehen wir hoch. Zack. So, wieder Statuen, Statuen, Statuen. Viele, viele Statuen. Okay, die ist andersfarbig. Wir haben einen Kristall gefunden. Da gehe ich gleich dran. Mal gucken, ob hier noch irgendein Gegner rumschwirrt. Ja, okay, die ist auch klar anders. Schiebe ich jetzt einfach mal. Okay. Weiß jetzt gar nicht mehr, ob das jetzt so geplant war oder ob das einfach nur die falsche war. Aber ist ja egal. Ist halt ein bisschen Training. Vielleicht finden wir ja noch eine Seele. Genau. Ah. Zack, komischen lila Hobas. Die Hobabobas. Ach, die sind ja überall gekommen. Was ist denn da? Zack, zack, zack. Düp, dü. Ey. Und zack. Und die auch nochmal. Ja, ich glaube, das war die richtige. Verdammt. Ah ja, wir haben Glück gehabt. So. Hä? Was ist, geht das nicht weiter, hä? Muss ich jetzt die andere nochmal schieben? Hä? Bin ich jetzt blöd? Oder gab es hier noch mehr? Aber vielleicht müssen wir nochmal runter und erst die linke und dann die rechte schieben. Probieren wir es einfach mal aus. So, zack, 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 zack. So. Fangen wir mal mit der an. Okay. Ach so, wir mussten es einfach nur zweimal machen. Nee, auch nicht. Hä? Okay. Oder doch nur eine. Ach ja, oder nur eine aufmachen. Hä?
schnell. Hä? Ah! Gehen wir nochmal hoch. Jetzt nochmal ganz genau gucken. Die steht aber schon auf der richtigen Position. Schieben wir sie mal hoch. War das falsch? Keine Ahnung. Hoch glaube ich nicht. Nee, das ist doppelt falsch. Komisch. Sam war hier. Ach, wie war das denn nochmal? So, die nach außen. Ja, und jetzt die auch noch nach außen. Ach, okay. So, wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. Ah, es hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert. Aber egal. So, was haben wir hier? Hier noch irgendwas? Ein Kristall oder so? Nö. Way. Ja, schmeißen wir doch einfach mal ab. Na, komm her. Und hopp. Ja, dann springen wir halt. So. Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Tritt ein. Achso, ja, das war dann anscheinend der Knobelturm. So. Und es geht weiter. Ah, jetzt hat uns dieses blöde Rätsel da so ein bisschen aufgehalten. Weil ich es immer falsch gedrückt habe. Verdammt. Aber es war jetzt doch nicht so sehr am Aufhalten. Und wir gucken uns die Sequenz an. Vom neuen Kontinent, den wir aus den Tiefen des Ozeans hervorholen. Genau, sehr schön. Sieht mir nach Australien aus. Kleine Fleck da. Oder? Stimmt's oder habe ich recht? Oh. Ganz gefährlich. Was für eine Idylle, ist das nicht schön? So, jetzt aber mach mal schneller hier. Ist auch ein bisschen groß für Australien. Okay. Südamerika oder sowas. Südamerika kehrt aus den Tiefen des Meers an die Oberfläche zurück. Okay. Ach, nur zwei Leute? Ach, das war jetzt aber ein bisschen arm. So, wir kehren jetzt mal eben ins Dorf zurück, speichern. Und dann beende ich auch den Part. So, da ist es doch. Ah, das war klar. Dass ich wieder hier in eine Sackgasse reinrenne. Nee, nicht in den Turm. So, reden wir nochmal kurz mit Melina und dem Dorfältesten. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Neues zu erzählen. So. Melina, wo dürfte sie da sein? Dürfte bestimmt wieder in der Weberei sein. Vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes zu erzählen. Hey, wo war die Weberei denn? Ach, hier. Zack. Oh, die Frau ist auch wieder. Ich fühle mich irgendwie seltsam, als wäre ich aus einem tiefen Schlaf erwacht. Ja, wir sagen ja nicht die Wahrheit. So, leise. Als ich... Entschuldigung. Als ich wieder zu mir kam, wusste ich, dass ich meine Rettung nur dir verdanke. Arg,
mein Held! Ich weiß, für wen dieses Webstück gedacht ist. Ark, da du uns so mutig geholfen hast, will auch ich dir helfen. Ich werde all meine Liebe in dieses Webstück legen. Oh, ist das nicht süß? Diese kleine lilafarbene Braut hier. Ja, wir müssen natürlich auch noch die Hühnchen hier retten. Ja, ist ja wohl klar. So, gucken wir noch eben, was der Dorfälteste zu sagen hat, der Weise. Schnacken wir noch mal kurz eine Runde mit ihm. So. Was gibt es, Ark? Okay, nur dasselbe wie immer. Okay, das schließen wir. Das skippe ich mal eben hier schnell weg. Ja, ich dachte, er hätte mir irgendwas anderes zu erzählen. Ja, ist ja gut. So, das speichern wir jetzt noch mal schnell. Und hopp. So, da ist unser Buch. Okay, wir sind jetzt geheilt. Speichern wir eben. So, genau. So. Das war's für diesen Part. Im nächsten nehmen wir uns den dritten Turm vor und vielleicht noch einen weiteren. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder mit dabei. Bis dann, meine Freunde.